In Deutschland gibt es nach Angaben des Verfassungsschutzes rund 22.400 Nazis. Rund 10.000 davon sind sogar gewaltbereit. Doch wie rutscht man eigentlich in die rechte Szene? Kaum jemand kann das so gut beantworten wie Kevin Müller. Rund 7 Jahre war er in der Szene aktiv. Kevin, ist gar nicht so leicht, dich zu treffen. Du gehst auf Nummer sicher, bevorzugst öffentliche Orte. Wovor hast du Angst? Ja, seit meinem Ausstieg habe ich etliche Morddrohungen aus der rechten Szene erhalten. Und es gab auch schon Übergriffe, körperlich gerade. Und ich muss mich natürlich absichern, da es auch Nazis versuchen, sich mit mir zu treffen unter den Pseudonymen, sie wären von der Presse oder Interessenten der rechten Szene oder was auch immer. Du warst 7 Jahre bei der NPD dabei, sogar Schatzmeister in Spandau. Wie bist du in die Szene reingerutscht? Ja, ich war einer von sehr vielen frustrierten Jugendlichen, bin aus Grunewald in die Uckermark verzogen, da ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Und ich hatte vorher keine Berührung gehabt mit Nazis, erst zu dem Zeitpunkt meines Umzugs nach Brandenburg. Ja, mit 14 war ich noch sozusagen in der Hip-Hopper-Szene, trug weite Hosen, OTG-Markenklamotten, Baggies. Und das passte der damaligen Dorfjugend überhaupt nicht in den Kram. Damals war es sehr modern, Alpha-Bomberjacken zu tragen und enge Jeans. Ich passte einfach nicht in das oder in ihr Weltbild. Und reingerutscht bin ich anfangs noch als Opfer der rechtsextremen Szene und später dann durch die Frustration, die mich geplagt hat, unter anderem auch Übergriffe in Kreuzberg und Neukölln von Ausländern auf meine Person, weil ich ein Deutscher bin oder eine Kartoffel oder was auch immer, hat sich einige Sachen, die ich von den Rechten gehört habe, einfach bestätigt, dass man in der Zwischenzeit ja ein Fremder in seinem eigenen Land wäre und hier sich nicht mehr sicher frei bewegen könnte. Und das war der Grund, warum ich eingestiegen bin. Du hast mal gesagt, Musik sei die Eintrittskarte ins Vierte Reich. Was genau meinst du damit? Die Musik ist sehr wichtig, um sich zu indoktrinieren in die rechte Gesellschaft. Sie lockt quasi. Ich möchte jetzt nicht sagen, es sind unterschwellige Botschaften, aber es setzt sich halt ziemlich ins Hirn fest. Jede Subkultur und jede Jugendkultur braucht seine Musik und kann sich damit identifizieren. Und so auch eben die rechte Kultur. Oder die Nazis machen auch den Holocaust lächerlich mit Liedern wie Hast du Hunger, ist dir kalt, willst zurück nach Buchenwald, deine Mutter hatte Glück, sie kam nach Ravensbrück. Und das sind natürlich Texte, die den Holocaust verharmlosen und man kann sich damit dann ganz anders auseinandersetzen. Und die Tür für den weiteren Schritt des verfestigten nationalen Sozialisten ist einfach die Leugnung des Holocausts. Und man kann sich einfach selber viel wohler damit fühlen, wenn man denkt oder beziehungsweise glaubt zu wissen, dass es so etwas nicht gegeben hat und das Ganze eine Riesenlüge der Juden selbst ist. Nach den 7 Jahren bist du aber ausgestiegen. Was war da der Punkt, der dich ins Grübeln gebracht hat? Wo kamen die Zweifel her? Das waren mehrere Aspekte gewesen. Unter anderem natürlich eine ziemlich extreme Gewalterfahrung, die wir an einen Linken ausgeübt haben in seiner eigenen Wohnung, wo sämtliche Gedanken von mir abgefallen sind, weil der Einstieg in die rechte Szene für mich eigentlich bedeutet hat, dass wir Humanisten sind und Gewalt ablehnen und die Kultur ja einfach nur bewahren wollen. Und der Antifaschist war ja auch ein Deutscher gewesen. Und ihr seid dann in seine Wohnung und habt ihn dort verprügelt? Ja, so war es. Und das war halt ein Punkt. Der andere Punkt war, dass als ich ausstieg, willig war, ideologisch auch noch gefestigt war, habe ich halt einen Dialog selbst gesucht mit Antifaschisten, unter anderem mit einem sehr engen Familienfreund. Und der ist mit mir halt zu Gedenkstätten wie Ravensbrück gefahren. Wir haben darüber geredet. Ich hatte mein Buch von Ernst Zündler bei, den Zündler-Report, was den Holocaust leugnet. Und wir haben diskutiert. Hast du denn zum Beispiel an einem Aussteigerprogramm teilgenommen? Nein. Also ich bin an kein Aussteigerprogramm herangetreten, halte es aber dennoch für sehr wichtig. Also es ist ziemlich kompliziert, meiner Meinung nach, an bestimmten Aussteigerprogrammen ranzutreten. Wenn man halt erst eine kostenpflichtige Nummer anrufen muss. Aber jemand, der noch nicht sehr gefestigt ist oder eben sehr gefestigt war in der rechten Szene, ist so ein Aussteigerprogramm natürlich sehr wichtig. Ich denke aber schon, dass vereinzelte
Nazis aussteigerwillig wären, wenn man ihnen eine Perspektive bietet. Das heißt, Ausbildung, eine neue Heimat, ordentliche Wohnung, ein neuer Freundeskreis. Und wenn das alles nicht geboten wird, was die rechte Szene aber bietet, sie bieten Ausbildung in der rechten Szene, sie machen Konzerte, du hast dort deinen Freundeskreis, dein soziales Umfeld, und das macht einfach nicht einfach auszusteigen. Ich gehe jetzt seit über 2 Jahren an Schulen und diskutiere dort mit Schülern Anfang der 7. Klasse bis hoch zu Abiturienten, um aufzuklären, wie man überhaupt dort reinrutschen kann, was eine Schulhofoffensive ist, warum die NPD CDs verteilt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, so früh wie möglich anzufangen und aufzuklären, was Rechtsextremismus ist, warum die den Holocaust leugnen, was da die Hintergründe sind, wie die Leute aussehen, wer sie sind, praktisch einfach komplett ohne Kompromisse aufzuklären. Kevin, vielen Dank für das Gespräch und viel Glück und viel Erfolg für deine Arbeit. Danke.